Herzlich willkommen hier bei mir auf dem blauen Sofa. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Was machen Sie im Projekt Mobiles Arbeiten bei der Polizei? Im Projekt Mobiles Arbeiten in der Polizei habe ich die Projektleitung. Das heißt, der komplette Ablauf dieses Projektes läuft über meinen Tisch. Ich kläre quasi mit den Leitungen, mit dem Ministerium den Fortlauf unseres Projektes, bin zuständig für das Ausrollen der mobilen Endgeräte bei der Polizei Rheinland-Pfalz, koordiniere die Fachlichkeit für die mobilen Applikationen, was auf die Endgeräte quasi am Ende drauf gemacht wird und bin zusätzlich noch dafür zuständig, den weiteren Rollout zu planen. Und was ist Ziel des Projektes? Ziel des Projektes ist, die Polizei Rheinland-Pfalz bis zu einem bestimmten Termin mit mobilen Endgeräten komplett ausgestattet zu haben. Kann denn die Polizei, die Bereitschaftspolizei überhaupt mobil arbeiten? Also ich stelle mir eigentlich vor, auf der Straße? Das ist eine gute Frage. Das haben sich hier vielleicht bestimmt der eine oder andere auch schon gestellt. Aber im Rahmen der immer größeren Einsatzlagen und der Komplexität der Dokumentation und der Beweissicherung ist es genau für diesen Bereich Bereitschaftspolizei auch so notwendig und wichtig, sie mit mobilen Endgeräten zu unterstützen und für diesen Bereich, wie ja hier auch geschehen, mobile Applikationen zur Verfügung zu stellen, um die Abarbeitung für die Kolleginnen und Kollegen auch zeitlich etwas zu beschleunigen. Frau Bastuk, in Rheinland-Pfalz ist eine App SB vorgelagerte Fallbearbeitung in Nutzung. Was verbirgt sich dahinter? Dahinter verbirgt sich, also wenn man das Wort aufdröselt, erstmal SB-App, Sachbearbeitungs-App. Unser Wechselschichtdienst, der hatte die App bereits gehabt. Dann kann man klassisch Unfälle drin aufnehmen oder Strafanzeigen. Und für die Bereitschaftspolizei, deren Mitglied ich ja bin, hat man sich überlegt, dass wir das Problem haben, immer größere Personengruppen abzuarbeiten. Also gerade bei Massen in Gewahrsamnahmen ist es ein zeitkritischer Faktor, die möglichst schnell abzuarbeiten, damit der Grundrechtseingriff nicht so groß ist. Dann wollten wir weg von klassisch, wie man das früher kannte bei den Abarbeitungen von Glatte, Papier und Stift, sondern unser Wechselschichtdienst hat ja schon eine Applikation, also wollten wir auch einen extra Baustein dafür haben und können somit größere IDFs, also Identitätsfeststellungen größerer Personengruppen, viel schneller und vor allem mit einer sehr viel höheren Datenqualität abarbeiten. Gibt es noch mehr Mehrwerte der App? Auf jeden Fall. Wenn Sie sich vorstellen, es ist bitterkalt draußen, es regnet vielleicht noch, dann schreiben Sie anders als ich und dann kommt jemand, der soll das bitte ablesen und soll das in einen Computer übertragen. Dann haben wir ganz hohe Datenverluste oder jetzt ohne, dass ein böser Wille entsteht, man hat Übertragungsfehler, weil es alles schnell gehen muss. Wenn ich das natürlich in ein mobiles Endgerät eintrage, dann gibt es keinen Zweifel, ob das ein U oder ein N ist, dann ist es der Buchstabe, den man dort lesen kann, weil es einfach maschinengeschrieben ist. Und damit sind Wege verkürzt, weil wir die Daten elektronisch senden und nicht tatsächlich in Manpower jemand von A nach B laufen muss, um entsprechend die Daten zu übergeben, sondern wir machen das digital und somit haben wir uns manch einen Weg gespart. Tatsächlich haben wir auch den Funk entlastet. Wir müssen nicht die Ergebnisse von Abfragen uns gegenseitig zusprechen, sondern wir sehen das direkt auf unserem Endgerät und können somit tatsächlich einfach den Funkverkehr freilassen für das taktische Führen der Einsätze. Sehr spannend. Noch eine persönliche Frage. Sie sind beide Vorbilder für Frauen in der Polizei. Wie sind Sie zur Polizei gekommen und was macht Ihnen an der Arbeit Spaß? An der Arbeit Spaß macht mir auf jeden Fall die Vielfältigkeit in meinem Beruf, mit denen ich tagtäglich zu tun haben darf. Es ist ein großer Blumenstrauß an Arbeitspaketen und Themen, die wir täglich bearbeiten. Und besonders Freude macht mir für die Kolleginnen und Kollegen, die draußen auf der Straße ihren Dienst machen, auf unsere Art und Weise so zu unterstützen, dass wir ihnen ein Handwerkszeug an die Hand geben, mit denen ein modernes Arbeiten auch für sie im jetzigen Zeitalter möglich ist. Frau Bastuk? Für mich, ich wollte unbedingt was mit Menschen machen, dem klassischen Helfersyndrom frönen, also wollte was machen, wo man helfen kann, wo man auch wechselnde Situationen hat, also nicht klassisch Büro, sondern ich wollte draußen was machen, wo man sich immer wieder auf neue Situationen einstellen muss, immer wieder neue Herausforderungen bewältigen muss und das habe ich auf jeden Fall in meinem Beruf gefunden. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Wir danken. Genau, Dankeschön ebenfalls.